Can I be your superhero? Superhero. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit der SmackDown vs. Raw Match Season. ECW Match machen wir jetzt. Das wird richtig crazy, weil das wird hart. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall einen mit dem Stuhl. Sandman. Nee. Ich würde fast sagen, wir nehmen Edge, oder? Ich meine, wir haben nicht so viele mit dem Stuhl zur Auswahl. Deshalb würde ich einfach sagen, wir nehmen Edge und riskieren natürlich den Titel. Und der Gegner ist natürlich auch ein knallharter. Entweder wir nehmen das Sandman oder wir nehmen... Was wäre die Alternative? Jeff Hardy. Dann nehmen wir doch gerne auch Jeff Hardy. Schwierigkeitsgrad habe ich natürlich alles so gelassen. Das ziehen wir auch komplett durch. Wie gesagt, danach wird wahrscheinlich die Match-Season von SmackDown vs. Raw 2009 kommen. Von WWE 2K 2022 oder was weiß ich, welcher da mittlerweile rauskommt. Wenn der denn als nächstes irgendwann mal rauskommen sollte, falls einer rauskommen sollte, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich mir das holen werde. Das andere Dings hat mir auch eher so dieses Backstage Brawl, wie hieß denn das? Ich weiß gar nicht mehr, was das nochmal, 2K Battlegrounds oder so hieß das, ne? Das war, es ging so, aber es war jetzt auch nichts, was mich so mega gekickt hat. Wäre schon mal ganz geil, wenn die endlich mal ein richtig geiles Spiel, ein richtig geiles Wrestling-Spiel auf die Kette kriegen würden. Wäre vielleicht besser, wenn da auch nochmal der Publisher slash Entwickler oder was auch immer da wechseln muss, damit das mal richtig cool wird. Ich habe das damals schon skeptisch gesehen, als 2K übernommen hat. Also ich hätte es lieber bei EA oder vielleicht sogar Ubisoft oder Warner Brothers gesehen, obwohl am ehesten wahrscheinlich hätte es gepasst mit EA. Und ja, mal abwarten. Jedenfalls den 2009er machen wir hier nach bei der Match-Season und danach machen wir wahrscheinlich den 2008er oder 9er auf komplett leicht mal komplett. Komplett. So, zack. Was machen wir? Also ich würde ihn ganz gerne auch nochmal auf den Tisch hauen. Komm her. Vergessen. Ja, ja, das ist halt so der Nachteil, ne? Jetzt wird... Achso, okay. Jetzt wird er mich gleich wieder kontern. Und da hat er mich auch schon gekontert. Beziehungsweise mich sogar angegriffen. Schade, dass hier dieser Konter von mir nicht funktioniert. Auch hier der Konter wieder nicht funktioniert. Und dann... Also ich hoffe sehr, dass es besser wird, wenn wir nachher mit mehreren Wrestlern im Ring stehen, weil so ist das echt unspielbar. Das macht echt keinen Bock, wenn hier nur rumgekontert wird. Das hat mich damals schon genervt, aber ich muss sagen, mittlerweile nervt es mich noch extremer. Das macht er übrigens dann mit der Energie zurückgewinnt. Also beziehungsweise sich regeneriert. Man sieht es oben. Es blinkt ein wenig. So, schön umgespeert. Warte mal. Konnte doch hier auch irgendwie, oder nicht? Kann man nicht greifen? Oder geht das tatsächlich nur mit dem... Doch, man kann greifen. Ne, kannst vergessen. Wird natürlich ausgekontert. Bam. Ich würde ganz gerne... Können wir ihn nicht... Steh mal auf. Und dann... hat zu lange gedauert. Na? Hab's vergessen. Der muss... Ach shit, jetzt ist der Finisher weg. Wieso hat er überhaupt einen Finisher? Das ging ja... schon auch sehr schnell. Komm her. Boom. So, ich würde mich jetzt hier nochmal... Nee. Kannst vergessen, ich wollte eigentlich mich mit dem Arsch draufsetzen. Weiß gar nicht, kann er, macht er den Move überhaupt? So, er muss den hier machen, dann muss er den hier machen, dann... Ah, okay. Ja, war ganz nett. Kann man mal so bringen. Also wir machen auf jeden Fall, bis er KO ist, würde ich sagen.
Der obligatorische Konter. So, komm her jetzt. Ah. Jetzt, bumm. Und dann der Sprung auf ihn rauf. Und dann würde ich doch nochmal den Finisher auspacken. Ja, macht er auch. Gut. Okay, immer noch kein K.O. Weiß gar nicht. Normalerweise gibt es doch hier ein K.O. oder nicht? Geben wir mal den hier. Hauen wir nochmal so zu. Kann man die Dinger auch hier schon anzünden oder gehen das erst im nächsten Teil? In irgendeinem Teil kann man doch da... Ich glaube, hier ging das auch schon, ne? Boom. Gesessen. Ich würde ja direkt nochmal den Finisher setzen. Machen wir auch. Das ist ein Ding. Vielleicht gucke ich mal ganz kurz in die Matchregeln rein, ob es das hier überhaupt gibt. K.O. ist drinne. Krass. Dafür, also man muss sich nochmal das Backstage Brawl Ding angucken. Von... Ja, im Prinzip von vor zwei, drei Tagen oder wann ich das online gestellt habe. Mit Kane. Wo das erste Match einfach direkt instant ganz schnell K.O. vorbei war. Einfach nochmal. Vielleicht geht das außerhalb des Ringes auch einfach nicht. Ja, es sieht so aus, als wenn das im Ring gemacht werden muss, damit das funktioniert. Wahrscheinlich ist das so eine Nummer. Komm, wir gehen mal wieder in den... Okay, Randy Orton. Habe ich wohl aus Versehen mit reingeholt. Komm, greif. Okay, er greift nicht. Ich hätte jetzt gedacht... Ach nee, nee, er hat ihn mit reingeholt. Das ist ja sein Homie. Ah, ich dachte schon... Ich wollte eigentlich so eine geile Doppelteam-Attack machen oder sowas. Nee, kannst vergessen. Boom. Hä, warte mal. Nee, ich habe ihn reingeholt. Alter, ich bin schon total verwirrt. Wo kommt denn der Finisher auf einmal her? Ich bin total durch. Aber es ist crazy, wie viel er aushält. Ich habe keine Ahnung, warum. Er ist doch schon total rum. So, dann machen wir halt nochmal den hier hinterher. Alter, wenn das jetzt kein K.O. ist, dann pinne ich ihn einfach. Das ist ja unnormal. Wie kann der denn so viel aushalten? Doch, jetzt ist K.O. Ich dachte schon, hä? Ich habe doch drei oder viermal diesen anderen Finisher von ihm gemacht. Und mit dem Stuhl hat er auch mal einen Haufen abgekriegt und so. Der hat ganz schön lange durchgehalten, war nicht schlecht. Wie gesagt, guckt euch das letzte Match mit Kane an, so. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das war ratzfatz vorbei, jedenfalls das erste Match. Na gut, dann soll es das auch erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei den Tag-Team-Matches wieder. Und bis dahin, sag ich einfach mal, ciao.